Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Wir spielen Yuvi gegen Balas. Die Picks sind absolut random. Wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasset die Spiele beginnen. Der 2.8.2013. Es ist an der Zeit, ein Duell zu feiern, wie es so kein zweites bisher gab. Yuvi gegen Balas. Ich bin Balas und sage Hallo. Hallo. Das ist Yuvi und auch er sagt Hallo. Hallo. Und somit heißen wir euch wieder mal herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal und dieses Mal mit einem ganz anderen Format, als ihr es von uns eigentlich kennt. Diesmal gibt es mal wieder gegenseitig auf die Fresse, wie es ja früher schon einmal der Fall war, aber halt in LOL. Genau. Und wir haben uns ja, wie wir ja vor das Video jetzt schneiden werden, das sage ich jetzt einfach mal so, also wir haben unsere Regelerklärung praktisch noch nicht drin, also noch nicht aufgenommen. Nein. Und werden wir hier ein bisschen gegeneinander battlen. Genau. Wir kennen beide die Chars nicht, behaupte ich mal. Ja, es geht so. Man muss jetzt Folgendes dazu sagen, wir beide spielen jetzt, nein, wobei müssen wir gar nicht sagen, weil du hast ja recht. Wir beide hauen uns jetzt einfach ordentlich auf die Fresse. So, bam. Genau, so wie es sein soll. Wir haben beide keine Ahnung von den Chars, also wir sind keine LOL-Anfänger, muss ich dazu sagen, aber wir kennen beide in dem Fall die Chars eben nicht. Nicht so richtig zumindest. Das sind voll die guten Voraussetzungen. Ja, das wird bestimmt episch. Ich habe Katharina noch nie gespielt. ich weiß nicht, mit was für einem Launcher spielst du? Also mit was für einem Launcher spielst du? Hast du Englisch oder bist du wieder auf Deutsch? Ich habe Englisch, ja. Okay, also ihr seht es bei beiden auf Englisch. Genau. Und was man vielleicht nochmal kurz mit erwähnen kann, ihr könnt das aus zwei Perspektiven gucken. Also Ihr könnt einfach entweder bei mir zuschauen oder eben bei dem Balas und euch dementsprechend euren Lieblingstypen aussuchen oder worauf ihr auch gerade mehr Bock habt. So, jetzt poken wir erstmal Balas. Bam. Deine Mutter. In das. Was passiert da? Ah, okay. So, was ist das hier? Moment. Ah, okay. Okay, das ist total cool. Ja, Katharina könnte ich sogar noch. Ich kann voll flashen, Mann. Scheiße, wie der kein Stun. Ungefähr so. Kommt der Schnick aus dem Gebüsch, der Penner. Ja, ich glaube, so in die Richtung spielt man, Poppy. Aus dem Gebüsch zu kommen? Ja, ich komme gerne. Nein, scheiße. Haha, Ignite. Nein! Bam, in your face. Arsch. Wow. Das ist eine meiner typischen Krankheiten. Ich habe zwei Health Potions gekauft, aber ich benutze sie nicht. Also ich vergesse die ständig wieder. Das ist ja, immer das kenne ich aber. Also ich habe mir diesmal absichtlich schon keine geholt. Ja, ich gehe auf das, auf das Standard Light-Up zu schauen, was hat der Yuvi überhaupt. No, okay. Ich weiß auch gar nicht so richtig genau, worauf man Poppy eigentlich spielt. AP? Ich glaube nicht auch. Eher AD? Nein, ich glaube, es war eher AP. Also die Fähigkeiten skalieren alle mit AP. Okay. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Das da mach mal. Oh. So. Ja, natürlich. Meine Ulti ist natürlich absolut useless im 1v1. Ja, nur ich kann dir Schaden machen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es aber auch auf Minions wirken. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ach nee, das konnte man, glaube ich, nur auf Champions machen und das hat man zum Beispiel hergenommen. Um zum Beispiel, wenn man einen Tower divet, dass einem der Tower keinen Schaden mehr macht. Ja, richtig. Also ich glaube, es gilt sowieso nur für Fähigkeiten, wenn ich das jetzt so recht in Erinnerung habe. Ich glaube, ja. Gönn dir nicht so die Zeit, da drauf zu gucken. Bam. Das hat alles viel zu lange Cooldown hier. Voll scheiße. Ja, Katharina wird erst im Late Game übel. So. Die Sache ist nur, ich eben auch. Ja, du hast wenigstens schon eine Ulti. Und Level 7. Ja, die einem nichts bringt. Yay, eine Ulti, die useless ist. Schade, hat nicht gereicht von Turret. Mutti, ich hab Angst vor dem Flash. Ja. Warum? Muss das ja sagen.
Ich hatte das von Anfang an vor. Ich habe nur darauf gewartet, dass der Cooldown davon zu Ende ist. Ja. So, ich kaufe mir erstmal ein bisschen Bullshit und dann geht's gleich weiter. Hey, Thornmail. Genau, gegen eine Katharina. Thornmail sage ich schon, Chainvest, ne? Sag mal. Ja, aber muss jetzt mal kurz für das Item herhalten. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, was man auf ihr kauft, deswegen... Was noch Tower? Mir egal. Lass mich in Ruhe. Ich weiß auch nicht, was man auf Bock hat. hier muss man auch sagen übrigens, Yuvi hat ein bisschen Vorteile, weil er minimal weniger Charaktere hat als ich wahrscheinlich. Ja, aber das sind auch nur 10 Charaktere weniger oder so. Ich habe inzwischen auch schon recht viele. Ich weiß auch nicht, was man auf Katharina eigentlich als erstes hochskillt. Ich habe jetzt einfach mal den Durchwurf hochgeskillt. Ja, das ist ziemlich wichtig. Okay. Ich bin stolz auf mich. Yuvi kennt sich mit Katharina übrigens besser aus als ich. Ja, ich spiele sie ganz gerne, aber es das heißt nicht, dass ich sie gut kann. So, jetzt gibt es erstmal hier einen Poke gegen die Wand. Nein! Ja, habe ich aber gerade ein bisschen geschwitzt, ey. Ja, weißt du, was ich vergessen habe? Dasselbe wie immer. Deine Heal Potions? Hey, yo! Yay. Ich verkauf die jetzt einfach, das ist mir jetzt zu doof. Ja, mach das mal. Dann ärgere ich mich nicht, dass ich sie schon wieder vergessen habe. So, da gehen wir als erstes drauf. Der Yuvi weiß eh, worauf ich gehen werde. Wenn er sich mein Item-Bild anschaut. Ja, das macht er ja gerade noch nicht. Weil solange man die Leiche des Gegners sieht, kann man ja auch immer schon wissen, was man bekommt, also was er kauft. Ja, ist das so? Das wusste ich ja auch noch nicht. So, einmal Ignite weggekontert. Arschloch. Schönes Ignite, das habe ich nur für dich aufgehoben und du ja, ich mach's kaputt, ne? Ja, das ist voll gemein. Aber das ist der Yuvi, so kennen wir den. Ja, voll gemein. Die alte Spaßbremse. Oh. Du bist kein cooler Puller-Pirat. Was denn Ding? Ein Puller-Pirat. Alter, wie weit flasht das Ding praktisch? Bitteschön, wollte ich sagen. Bam. Kann ich auch. Also Sachen werfen. Jetzt bräuchte ich einen Trank. Das ja, ein Hierpot wäre jetzt eine gute Sache, ne? Ja. Schade, dass ich keinen mehr habe. Habe ich alle verkauft. Oh lol. Oh lol. Was denn? Ja, alles gut. I wanna dance with somebody. Dance with somebody. Dance. Yeah. Yep. Yeah. So, jetzt geht's ans richtige Itembild. Jetzt habe ich das, was ich haben wollte, und jetzt geht's ans Richtige. Ey, was will dieser Fick-Tower von mir? Da sind Minions vor mir und er fokust mich. Achso, ich will übrigens keine Kommentare darunter haben, von wegen, du musst dir das und das kaufen. Das ist voll geil. Will ich nicht, danke. Wir kennen die zum Großteil gar nicht. Also, viele nicht. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe alle Champs, aber ich habe viele noch nie gespielt. Tschu, bam, deine Mutter. Haha. Du bist gemein zu mir. Ich muss auch sagen, ich bin kein AP-Spieler. Ja, so hat so jeder seins. Ich bin mehr AD-Carry oder Tank. Ja, und ich bin eher der APler. Übrigens. Ich glaube, wenn hier einer von uns einen Tank spielt, ne, dann ist das alles ziemlich einseitig. Ja. So. Why? Because I can. Yeah. Yeah. So. Oh. Ja, Katharina ist schon eine ziemlich coole Sau. Oh, meinst du? Oh, ich find sie schlecht. Shit, ich dachte, du zündest die Ulti gleich. Hm? Ich hab irgendwie damit gerechnet, dass du die Ulti sofort zündest. Ich hab damit gerechnet, dass du damit rechnest. Ah, damit rechne ich nächstes Mal. Rechenception, weißt du? Ausgerechnet sowas. Oh, das ist gut. Meinst du? Ja, passt. Ich glaube nicht, Tim. Was ist das für ein komischer Kreis? Nein! Ich hätte doch vorher den... Okay. Ich habe überlegt, zünd ich meine Barrier davor oder nicht?
Ja, hätte es mal machen sollen. Ja. Ich habe mich leider dagegen entschieden, doof wie ich bin. Tja, passiert. Soll ich mir einen Pott kaufen? Soll ich mir einen Pott kaufen? Ja, den nutzt du doch eh nicht, vergiss es. Ja, eben. Deswegen. So, Abflug! So, wie sieht's denn aus? Was hat er denn alles? Ja, eine Hexenhaube hätte ich fast gesagt, so eine Maske. Und Hextech. Ja, die sieht so neu aus. Ja, die haben das überarbeitet mit dem letzten Patch. Ja, da kann ich mich noch nicht ganz dran gewöhnen. Nein, das hat er wirklich gewartet. Ach komm, nimm den mit. Nein. So, einfach mal ein Ignite draufhauen. So, auf dem Weg zum rettenden Plus ist er umgekippt. Jarp. Was könnte man daraus gleich noch machen? Nee, nichts Sinnvolles. Nein. Ich weiß schon, das war der Lieblingstower, ne? Ja. Das ist auch eine Idee. Ich glaube, ich baue mir erst da drauf. Ich kann mich gerade so schlecht mit den Items entscheiden. Tja. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Skillung gerade drin habe. Ich weiß gar nicht, was ich für Akali geskillt habe. Weil es ist mein Akali-Zeugs. Da wirst du vermutlich APAD drin haben. Ja, APAD die Richtung. Irgendwie sowas. Obwohl man sagen muss, ist ja eigentlich relativ richtig, behaupte ich mal. Na, APAD spielst du heutzutage nicht mehr. Spielst du schon Full AP. Okay. Alter, diese Ulti. Was denn? Nein! Nicht weit genug. Flash! Aha! Yeah! Okay, Katharina. Ich hasse Katharina auch als Gegner übrigens. Ja, weiß ich nicht. Ich schon. Ich bin meistens nicht auf der Midlane unterwegs, also ich kenne Katharina in den meisten Fällen nicht. Ich erwische sie immer nur in Teamfights und da ist sie entweder gefeedet oder absolut gut kontrolliert gewesen. Ja, das stimmt. Also du hast auch immer nur die beiden Extremen irgendwie. Ja. Geronimo. Nein. Nein, da geht er down. Da geht er down und wie er down geht. Aber sowas von down, das glaubst du nicht. Oh, ich muss das Minion stehen lassen. So. Okay, Farodin und weiter geht's. Yeah. Ich habe ja auch schon mal einfach so aus Freude am Spaß, ne, habe ich ja auch schon mal eine AD Annie gespielt. Ja, das war schlimm. Das war echt schlecht. Ja gut, das war gegen Ascandra. Ja, gegen mich hattest du mal eine Tank Annie gespielt, wie auch immer du auf diese Idee gekommen bist. Das hatte ich mal, als ich mit Ava gespielt habe. weil er mich genervt hat, weil er mich so dominiert hat. Da habe ich mir einfach mal spontan gedacht, weißt du was? Wir spielen die jetzt einfach mal auf Tank. Das war relativ effektiv. Da konnte ich ihn dann relativ gut kontrollieren. So, schnell wieder weglaufen. Das ist natürlich bitter, dass die Ulti so useless ist. Ja gut, klar. Da hast du halt einfach einen Hauptgewinn gerade gezogen. Das ist ne? So wie Shen zu spielen irgendwie. Ja. Hier einen Shen, das ist genau das, was man braucht. Nein, da flasht er sich noch raus. Klar, Mann. Wir spielen auch mit leicht unterschiedlichen Beschwörerzaubern. Scheiße, jetzt habe ich gefailt. Wollte ich eigentlich gegen die Wand kicken, dann wärst du kurz gestunt gewesen. Das dauert mich trotzdem fast down. Aber nur fast. Ja, aber dann hättest du noch zwei Hits mehr gefressen wahrscheinlich und das, ja. Das wäre dann tödlich gewesen. Das hätte ich gerade entschieden. Was? Das ist auch eine gute Idee hier. Die Leute, die bei mir zuschauen, wissen, warum ich lache. Weil du mein Inhib gleich down hast? Nein, nicht deswegen. Ja, auch deswegen, aber... Hm.
So, boah. Stunt. Boah. Uiuiui, jetzt komme ich aber trotzdem ganz schön. Ganz schön in die Enge hier. So, Hextech Gunblade fertig. Was nehmen wir als nächstes? Nein, wir nehmen Damage. More Damage, please. Oh, ich sollte mir vielleicht auch irgendwann mal Schuhe kaufen. Das ist eine Idee. Das ist auch sowas, ich vergesse immer die Schuhe. Zwei Items ausgebaut, ne, aber keine Schuhe. Das ist doch gut. So spielt man. Okay. Ich hasse Super Minions. Ja, Super Minions sind auch gemein. Vor allem, es bringt mir halt jetzt auch einen riesen Vorteil, weil ich halt einfach jetzt durch die Super Minions effektiver pushe als du. Oh, sag mal, wie weit haust du mich an die Wand ran? Bis zum Ende. Scheiße. Ach, warum bist du... Hat sie denn weggecharged? Ich versteh's nicht. Aber ich habe auch nicht ja, so viel gesehen gerade. Das Positioning war, glaube ich, auch nicht schlecht, ja. Ich hab's nicht wirklich gesehen, wo du gerade standest. Hätte ich ein bisschen also, mehr kiten sollen. Also, für dich war's schlecht. Na, vielleicht. Ja, ich will doch jemanden, den ich kann. Also, ich spiel Poppy gerade zum dritten Mal, glaube ich. Das ist, glaube ich, zweimal mehr als ich. Also, Poppy ist auch ein Char, den ich, wo es mir niemals einfallen würde, dass ich den jetzt spiele. So, wenn ich denke von wegen, oh, jetzt mal eine Runde LOL und dann schön mit Poppy oder so. Nee. Schöne Runde Poppy spielen jetzt, ja. Jawohl, das läuft. Und ich muss sagen, ich spiele Katarina zum ersten Mal. Das möchte ich hierbei auch erwähnt haben. Danke, dass du mich aus der Tower Range rausholst. Schieb dich wieder rein. Alter, diese Ulti. Ja, die haut rein. So, Schuhe. Haha, ich hab Schuhe. So, worauf wollte ich gehen? Hier drauf, genau. Also ich kaufe... Ja! Dreads Minions. Für mich. Danke, Minions. Gleich rate ich wieder. Das wird für einen Gegenpush ausreichen, denke ich. Also da... Na, obwohl... Ja, ja doch, da hab ich nicht mehr viele Möglichkeiten. Dein Tor geht auf alle Fälle durch. Ja. Siehst du? Ach, ist das ätzend. Gut, aber Katarina Poppy ist, glaube ich... Ich weiß nicht, vielleicht hättest du Poppy eher ein bisschen mehr auf Tanks spielen sollen. Ja, aber ich kann keine Tanks, wie du weißt. Ich kann und mag keine Tanks. Das heißt, ich spiele selbst Tanks, nicht auf Tank. Ja, jetzt kommt wieder der kluge Ratschlag von dem, der in der besseren Position ist. Ne? Das ist auch immer typisch und eigentlich voll gut. Das bringt nämlich so gar nichts. Ja, aber wie gesagt, dazu spiele ich zu wenig Tanks und mag sie auch nicht. Ach ja, aber hier übrigens die Schlacht Demacia gegen Noxus, oder? Ich glaube, Poppy war ja für Demacia. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nachdem geschichtstechnisch, wenn wir schon dabei sind, ja irgendwelche hier noxischen Generäle oder sowas, haben ja, glaube ich, ihren Vater getötet. Wow! Bitch. Der war gut. Ja. Wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, kann natürlich sein, dass ich mich total täusche und ich mich hier gerade zum Affen mache mit Halbwissen. Alter, diese Minions! Können die Super Minions mal genervt Super werden? Die spawnen einfach raus. Ja, du musst auch sehen, es ist eigentlich eine 5 vs 5 Map, ne? Ja, aber das ist trotzdem der Hammer. Also, ja. Meine ich ja schon seit Monaten quasi, dass unbedingt diese Super Minions genervt werden müssen, wenn man One-on-Ones auf der Lane spielt, weil das passiert ja nun mal relativ häufig. Dafür kommt mit der nächsten Season kommt eine neue One-on-One Map. Ah, okay, das weiß ich zum Beispiel nicht, aber... Die Magma-Kammer. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr lästig, weil sobald der Gegner Super Minions hat, bist du so im Nachteil. Ja, bist du auch. Aber na gut, hier habe ich eben kläglich verloren. Jo, Ballas hat gewonnen. Oh, ups. Jetzt, ja, ich habe schon auf Weiter geklickt und bin deswegen abgebrochen. Ja, deswegen sage ich mal auch von meiner Seite aus Tschüssikowski und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das Tschüss hört ihr nur von Juvi, genau, auf Juvis Seite. Tschüss. Tschüss.